Das ist, die Zeit ist reif. Ja. Die Leute sind alle unschuldig. Das würde ich jetzt sagen. Ja. Weil nicht das getan wird, was das glaubt, das wollen. Das, was wir wollen, das wird nicht gemacht. Und das erkennen die nicht. Die Leute merken jetzt, unsere Demokratie funktioniert so nicht. Ja. Und das ihr lernt es gerade. Ja. In Stuttgart ist die Situation im Augenblick sehr schwierig. Aus einem relativ kleinen, überschaubaren Kreis von Menschen, die allesamt das Gefühl gehabt haben, hier wird ein riesengroßes Projekt mit wahnsinnig viel Geld, Steuergeld, in die Tat umgesetzt, das durchaus beschlossen worden ist durch demokratische Gremien, das durch Verträge besiegelt ist, obwohl es auf Annahmen und Fakten beruht, die heute nicht mehr stimmen. Und das wollen wir nicht haben. Diesen wenigen Menschen ist eigentlich verweigert worden, mit ihnen darüber zu sprechen. Und nun haben diese Menschen den Weg gegangen und haben das publik gemacht, haben das öffentlich gemacht und sie, wir wollen es den Regierenden zeigen. Wir lassen uns gar nichts mehr gefallen. Dagegen steht auf der anderen Seite diejenigen, die Macht haben, also die politisch Verantwortlichen und die, die in der Bahn das Sagen haben, die genauso, mindestens genauso gefährdet sind, indem sie einfach sagen, Augen zu und durch, wir machen das jetzt, weil es mal beschlossen ist. Auch wenn die anderen Seite, und bei diesen Befürwortern gibt es sehr viele, die durchaus im persönlichen Gespräch zugeben, dass von den Gegnern sehr ernste, wichtige Argumente vorgetragen werden. Die sagen, nein, wir müssen jetzt uns Arme untereinander und durch. Sache ist aber, dass der breite Eindruck entsteht bei denjenigen, die zum Schluss des Protestes wegen protestieren. Man will ja sowieso uns gar nicht ernst nehmen. Wozu sind wir eigentlich da? Also wozu sollen wir eigentlich zur nächsten Wahl gehen? Das ist doch eigentlich sinnlos. Die machen ja doch, was sie wollen. Was ist denn konservativ? Das kommt von Konservare behalten und wir wollen einfach unsere Kultur behalten und wir finden eben einfach, dass hier zerstört wird und dass einfach Denkmalschutz missachtet wird und dass die Identität unserer Stadt noch weiter zerstört wird, nachdem schon so viel im Krieg kaputt gegangen ist. Normalerweise würde ein Parlament, ein verantwortliches Parlament, sei es nun der Landtag oder der Bundestag, in einer solchen Situation eine öffentliche Anhörung machen über mehrere Tage oder eine Enquetekommission einsetzen unter neutralem Vorsitz, die die Fakten klärt. Wenn das nicht möglich ist, dann geht es offensichtlich um eine Demonstration der Macht und nicht um eine offene Auseinandersetzung. Zeiten verändern sich, die Menschen verändern sich, die Gesellschaft verändert sich ein bisschen, dann muss ich wissen, wohin die geht. Da sind wir wieder bei dem Thema vor. Ich muss eine politische Ethik haben, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Und genau das ist es. Sie machen irgendwas. Sie reißen jetzt halt ein bisschen was ab, damit wir die Schnauze halten, dann reißen die Bäume ab, obwohl doch der Flughafenbahnhof noch nicht plan festgestellt ist. Man weiß nicht, ob die Neubaustrecke kommt, die reißen trotzdem ab. Das ist völlig wahnsinnig. Es geht da um Macht, ja? Ich weiß. Und das, damit sind wir schon bei der politischen Ethik wieder, weil Macht in der Demokratie darf nur zugunsten der Wählerinnen und Wähler des Volkes eingesetzt werden. Nicht um Interessen von Einzelnen durchzusetzen, auch nicht von Politikern. Eine Entscheidung in Stuttgart, keine Bürgerbefragung, meine Damen und Herren, sondern die Landtagswahl im nächsten Jahr. Die wird genau die Befragung der Bürger über die Zukunft Baden-Württemberg sein, über Stuttgart 21. Ich denke, es ist einerseits jedermanns gutes Recht zu demonstrieren, seine Meinung zu äußern. Das sind Riesenabschreibungsgeschichten gewesen und geldverschiedene Bahnhöfe. Das hat man jahrelang hier praktiziert in der Stadt. Jetzt will man eigentlich wieder mitgestalten und es auch zurückhaben. Diejenigen, die so wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin einfach sagen, es wird nicht geredet, ihr könnt ja das in der nächsten Wahl entscheiden. Der ist nach meiner Überzeugung sehr leichtfertig, weil er offenen Auges in Kauf nimmt, dass diese Entfremdung zwischen der breiten Masse und den Repräsentanten einer Demokratie
dass der, die Kluft tiefer wird? Der Kopfbahnhof ist ein bestens funktionierender Bahnhof. Eins der wenigen Dinge, die in Stuttgart funktionieren. Und jetzt will man das auch noch kaputt machen. Deswegen kostet, heißt es ja schlussendlich, dass man unendlich Schulden machen muss. Und wer muss es zahlen? Ich und meine Tochter oder unsere Kinder eben. Weil es überhaupt keine Vorteile bringt. Weil mir noch immer keiner erklären konnte, warum ein Kopfbahnhof schlecht sein soll. Ich finde, es ist einfach unnötig, irgendwie Geld in was reingesteckt und das Geld können Sie einfach für andere Sachen verwenden. Einen Satz, warum Sie gegen Stuttgart 21 sind, in die Kamera? Ja, oder dafür sind. Ich habe keinen guten Satz jetzt. Okay, mach nicht. Ja. Für mich ist es so, dass die Bürgermeister und auch der Oberbürgermeister einfach einen klareren Kontakt haben müssten. Er sagt zwar, ich rede mit den Leuten, das mag ja sein. Aber reden und Kontakt haben ist nochmal was anderes. Das ist das, was ich vermisse schon länger. Sie haben keine politische Ethik hinter Ihren Entscheidungen. Du musst wissen, wie die Gesellschaft sein soll. Wie wollen wir miteinander umgehen? Die Vorstellung. Und wie soll die Demokratie funktionieren? Und welchen Wert hat denn der Bürger überhaupt? Zum neuen Jahr. Ihnen persönlich, vor allem natürlich Gesundheit und Ihren Familien, wünsche ich ebenfalls von Herzen ein gutes 2010. Das Gefühl von Heimat, das stimmt nicht in einer Art kitschigen Heimat, kuschelig und schön und so, überhaupt nicht. Sondern, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Und dass da es ja nicht darum geht, irgendwelche demokratischen Strukturen zu stürzen oder diesen Staat zu stürzen oder sowas, da würden wahrscheinlich die Jüngeren schneller aufspringen, ja, weil das einfach, man muss ein bisschen Revolution machen. Das stimmt ja auch. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Demokratie steht überhaupt nicht in Frage. Aber wir modernen Menschen sind einfach auch teilweise Romantiker und eben Gefühlsmenschen. Und ich finde einfach, dass die Politiker das auch hätten respektieren müssen. Und dass die sich einfach auch nicht wundern, dass Tausende von Menschen seit einem Jahr da in der Kälte rumstehen, in der Hitze und ihre wertvolle Zeit opfern, um zu zeigen, dass es so wirklich nicht geht, dass wir uns das nicht bieten lassen wollen. Ich empfinde es als riesige, unglaubliche Anmaßung, zu meinen, für eine ganze Generation sprechen zu wollen. Ich sage euch, auch in der jungen Generation ist dieses Thema umstritten, es wird diskutiert und auch genauso viele Menschen sind dagegen wie in jeder anderen Altersgruppe. Für Schuster und Ötti, da schämen sich alle und Drexler lügt uns ins Gesicht. Kein Stuttgart schwupp jetzt Gift und Galle geht mit den Herren ins Gericht. Ist Stuttgart die Stadt, die höchste Zustimmung aller Bürgerinnen und Bürger hat. 86% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir leben gerne in Stuttgart. Und ich hoffe sehr, dass dies 2010 so bleibt. Und damit Sie gerne in Stuttgart leben und gerne nach Stuttgart kommen, wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches 2010 mit schönen Erlebnissen, mit bereichernden Begegnungen, mit beruflichem Erfolg und natürlich vor allem Gesundheit. Die Frage stellt sich nun, warum macht Herr Grube, der ja so nett ist, warum macht er dies? Die Antwort lautet, alle bisherigen Bahnchefs, Dürr, Ludewig, Medern, auch Grube, sind Vasallen der Politik. In Stuttgart züchtet man jetzt Bananen, Schuster geht und der Bahnhof bleibt da. Die Baumafia will Fett absahnen, Schuster geht und der Bahnhof bleibt da. Geh, Mr. Tunnelmann, gießt deine Bananen, Schuster geht und der Bahnhof bleibt da. Dümmer geht's nicht, man glaubt es kaum. Und das Zweite wird jetzt sein, wie gehen wir konkret mit der Situation beschäftigen. Schuster geht und der Bahnhof bleibt da. Wir sind die Mehrheit, wir sind das Volk. Schuster geht und der Bahnhof bleibt da. Wir werden... Also stellt, wie ist das überhaupt möglich geworden? Und wie müssen wir versuchen, dass... Das war jetzt lang genug und die Menschen haben das Gefühl, wir müssen auf uns aufpassen. Die Zeiten verändern sich, die Menschen verändern sich, die Gesellschaft verändert sich ein bisschen. Da muss ich wissen, wohin die geht. Und die meisten der politischen Parteien haben
irgendwie versuchen sie durchzukommen, aber es ist keine Linie, es ist kein Ziel, es ist keine Vision Überzeugung oder keine Traum. Vision. Da, ja. Man muss aber Visionen haben. Ich möchte noch dazu sagen, ich kann auch Befürworter verstehen, die das toll finden. Es ist ja auch eine Vision. Nur, wenn sie nicht sinnvoll ist, wenn sie nicht bezahlbar ist, wenn sie mehr zerstört, wenn sie mehr Schaden anrichtet als Nutzen, dann muss man die fallen lassen. Ich glaube, das wissen die Schwaben, weil die sehr, sehr pragmatisch sind. Das gefällt mir. Ideen auch schon wieder höher, schneller, weiter. Also da war schon diese Idee, diese autogerechte Stadt, wo man eigentlich die erneute Zerstörung hatte von dem, was da war, hat man dem Auto geopfert, weil man einfach sagte, wir müssen was wagen. Das ist eine Verordnung in dem Hier und Jetzt, was nun momentan da ist, ein zielloses Rennen wird. Das, was die Bürger ausmacht, dass sie eine Heimat haben, das wird nicht mehr geschützt. Dass sie eine Identität haben. Sie sollen keine haben, sondern sie sollen beweglich sein, sie sollen viel arbeiten und sollen vor allem die Klappe halten und wirtschaftlichen Zwängen hinterherlaufen. Die Zeit ist reif, die Zeit ist reif. Ja. Die Leute sind alle unruhig irgendwo, weil nicht das getan wird, was das glaubt, das Volk. Das, was wir wollen, das wird nicht gemacht. Und das erkennen die nicht. Die Leute merken jetzt, unser Demokratie funktioniert so nicht. Sehr geehrte Reisende, das Zugpersonal begrüßt recht herzlich mit der Rückexpress 4902 auf der Fahrt von Stuttgart auf der Das ist etwas, wo die Menschen merken, das geht an unsere Grundsubstanz. Wenn wir keine Identität mehr haben, kein Zusammengehörigkeitsgefühl, kein Gefühl, wo wir sind, dann verliert das Leben seine Qualität. Und dafür sind wir aber hier. Wir sind ja nicht hier, um ausschließlich Wirtschaftsinteressen zu verdienen. Wenn unsere demokratischen Vertreter gewählt sind, das bedeutet nicht automatisch, dass alle ihre Entscheidungen richtig sind. Nicht alles ist gut. Und da ist der Bürger aufgefordert, wachsam zu sein. Und das ist das, was jetzt passiert. Und das ist dringend notwendig. Vertrauen? Aber mit Aufsicht. Man darf mit den Bürgern so nicht umgehen. Um Stuttgart 21 zu retten, sind gewählte Politikerinnen und Politiker bereit, das Volk zu entmündigen. Und es ist für mich der eigentliche Skandal, nicht einmal das Bahnhofsprojekt selbst, das dumm genug ist, sondern dieser Versuch der Entmündigung ist der eigentliche Skandal, der die Entscheidungen delegitimiert und den Protest legitimiert. So wie es jetzt langsam rauskommt, sich herausstellt, haben sie uns von Anfang an Märchengeschichten erzählt, zumindest was die Kosten angeht, eindeutig, was den Kosten-Nutzen angeht bei Stuttgart 21. Der Bürgerentscheid hat doch längst stattgefunden, nämlich auf der Straße. Man muss den CDU, SPD, FDP-Leuten mal klipp und klar sagen, eure Leute sind davon gelaufen. Die sind auf der Straße seit Wochen, Monaten, bei jedem Wetter. Die Großdemos im 5-Tagestakt. Wann gab es denn das jemals in Stuttgart, wenn überhaupt in Deutschland? Auch auf dem Hintergrund dessen, dass unsere Massen, wenn sie wollen, immer größer werden, die weltweit, global miteinander in Kontakt stehen. Dazu gehört dann auch, damit Macht akzeptiert wird, dass die einzelnen Menschen verstehen können, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen, die Macht ausüben, nicht in ihrem ureigenen persönlichen Interesse handeln, sondern im Interesse des allgemeinen Guten und Ganzen, der Gemeinschaft handeln. Das wird immer schwerer. Es geht doch nicht nur um den Hauptbahnhof, es geht um das gesamte Projekt, um die Auswirkungen auf das Land, um die Auswirkungen auf die Republik letztlich auch. Und die wird es haben, weil es wird einfach kein Geld für andere Sachen geben. Also ich glaube, die Emotion ist sogar Grundvoraussetzung dafür, dass sich, und das ist ja das Tolle, so viele Leute plötzlich veranlasst fühlen, auf die Straße zu gehen. Und ohne Emotionen sind wir tot. Das ist die andere Seite davon. Man soll sich überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Die Zukunft ist auch meine Tochter. Die Jungen könnten auch jetzt der Gegenteil sein, dass sie sagen,
diese Milliarden, die an Schulden aufgenommen werden müssen, muss ich später bezahlen. Ja? Eine Sorge, die ich im Augenblick jedenfalls habe, vielleicht täusche ich mich, dass wir nach dem Ende des Kalten Krieges zusammen mit der Globalisierung auf einem Wege in der ganzen Welt sind, dass wir überall vergessen, dass wir im Grunde genommen eine gemeinsame Wertvorstellung haben. Ob sie jetzt die 10 Gebote des Christentums angucken, ob sie die Aussagen des Koran angucken, ob sie konfuzianische, buddhistische Grundvorstellungen sind. Im Grunde genommen sind das immer die gleichen. Und das ist etwas, was im Augenblick, fürchte ich, zu stark in Vergessenheit gerät und vielleicht auch zu stark unter den Einfluss von reinem materiellen Denken geraten ist. Nämlich diese Vorstellung, Geld regiert die Welt und alles andere spielt keine Rolle. Das heißt, wir Menschen brauchen alle unsere Ellbogen und sagen, mein Wohl ist das Entscheidende und fertig. Dass diese Aussage auf Werten beruht, dass es moralische Werte, sagen wir einmal ganz einfach, dass es Anstand gibt. Menschen sich das Gefühl haben, sie werden betrogen, sie werden getäuscht oder ihnen wird was vorgeheuchelt, was nicht die Wahrheit ist. Dann neigen sie heute dazu, mehr denn je in der Vergangenheit, sich das nicht gefallen zu lassen. Da nützt alles Berufen auf formale Dinge, wie da sind Beschlüsse durch Parlamente gefasst, das reicht nicht. Wer aber sagt, Traute hat zu sagen, es sind sehr dicke Bretter, und es wird nicht während eures kurzen Lebens alles gut werden auf der Welt. Aber wir arbeiten daran, dass es für eure Kinder, für die nächste, für die übernächste Generation, und dafür müsst ihr auch bereit sein, zurückzustecken, sogar Opfer zu bringen. Das wird auch den Massen glaubhaft möglich sein. Geworden sind, die haben eine professionelle Kälte, die schon mit Verachtung der Leute zu tun hat, weil sie sich um die Bedürfnisse der Leute überhaupt nicht mehr kümmern. Es ist ihnen wurscht, weil es geht um Geld verdienen, um dann den Quartalsbericht machen zu können. Das ist für so eine AG wichtig, aber die Freizügigkeit, die eine Bahn gewährt, indem sie auch kleine Dörfer bedient, indem man sich eingeladen hat. Ich habe halt dann beschlossen, dass ich da aktiv werden möchte, der Bewegung
für den Erhalt des Kopfbahnhofs, das ist in meinem Zentrum, und für den Erhalt der Reisequalität, wie schlecht das Bahnsystem jetzt schon funktioniert. Und das liegt nicht am Kopfbahnhof. Es liegt an der Bahn, die viel zu wenig tut, damit ihr bestehender Fahrplan funktioniert. Und die Bahn will natürlich viele neue Strecken, das kann ich jetzt einfach mal unterstellen, weil die ja mal an die Börse gehen will. Die Bahn will an die Börse, und wenn sie neue Baustrecken hat, ist es natürlich attraktiver, als wenn sie so Regionalbände haben von was weiß ich, von irgendwo rein. Ja? Und da übernimmt es der Bund, und das sind Sie und das sind Sie. Und solange wir am Leben sind, können wir laut sein und Widerstand leisten. To be alive! Willkommen zum ersten Stuttgarter Schwabenstreich. Wir befinden uns jetzt in einer entscheidenden Phase. Vorgestern wurde der Nordflügel des Hauptbahnhofs erstmalig friedlich besetzt und anschließend... Und anschließend von der Polizei friedlich geräumt. Gleichzeitig sind die Befürworter von Stuttgart 21 zunehmend irritiert über die Kraft und die Dauer des Widerstands. Neue Kostensteigerungen und zunehmende Kritik aus dem eigenen Lager bringen sie in Bedrängnis. Wir werden ab heute täglich um 19 Uhr, pünktlich mit dem Beginn der 19 Uhr Nachrichten, 60 Sekunden lang Krach machen, Lärm produzieren, infernalisch laut sein. Man kann das allein, zu zweit, in kleinen oder großen Gruppen, vor dem Rathaus, vor dem Staatsministerium, dem Landtag, geht in den Bahnhof, in die Fußgängerzone, geht in Kaufhäuser, steht auf Balkonen, an offenen Fenstern. Die in den Entscheidungsetagen, die sollen und werden uns täglich hören. Und die Verzagten, die Mutigen, die Lauten und die Leisen. Lasst uns also täglich mehr werden, sagt es weiter, mailt es weiter, sprecht mit allen, die sagen, es hat ja doch keinen Zweck. Wir werden es schaffen mit der Kraft und der Wucht unseres friedlichen und lauten Protestes. Okay, und einmal alle Frauen in Intifada-Schrei, bitteschön. Okay, und der Chor Nummer 13 bitte, der fängt an mit Hura Siach, ich bin kein Schwabe, Allmachtsdackel, Narre Kaspar, Erda Sau, bitte der Chor mal bitte. Sau, Hura, Dackel, Rennbotze, Hura Siach, 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 da hängt du falsch gedacht, hängt nicht ans Volk gedacht. Ihr hängt so früh gelacht, heißt Ajohe. Treib es bloß nicht zu weit mit eurer Obrigkeit. Mit
schön. Und es darauf an, dass wir aus unserer Wut und aus unserem Zorn politisches Bewusstsein schaffen, das über diese Steine hinausträgt. Singelung des Landtags deswegen, weil dort sitzen auch diejenigen, die verantwortlich sind. Denen wollen wir sagen, Wahltag ist Zahltag. Es ist nicht nur eine Frage der Opposition, also vor allem meiner Partei, die da versagt. Es sind ja auch die Abgeordneten von CDU, FDP und anderen, die hier verantwortlich sind dafür, dass unsere Steuergelder vernünftig ausgegeben werden, dass nicht ein Projekt mit solchen Risiken einfach losgebaut wird und der Parlamentarismus versagt. Sonst müssten wir nicht hier stehen. Mich selbst eingeschlossen, zur nächsten Demonstration am Freitag. Heute Abend findet um 19 Uhr Ortszeit ein Schwabenstreik auf dem Times Square in New York statt, initiiert von Volker Lösch. Und jetzt schlage ich vor, dass wir, bis ich abwärts zähle von 10, nochmal die unbändige Kraft der Stille uns geben. Gleisblockade auf Gleis 9, durchgehend von dem TGV. Bitte? Gleisblockade auf Gleis 9 von dem TGV. Findet gerade statt. Es findet gerade eine Gleisblockade auf Gleis 9 von dem TGV statt. Der TGV fährt übrigens nach Paris. So viel zur Anbindung an die Magistrale. Wir sind angebunden. Nicht mehr weiter missbrauchen, wann immer unsere Natur zerstört werden soll und Baugebiete unsinnige in die Landschaft gesetzt werden sollen, heißt es, das will der Bürger und deshalb müssen wir das machen. Wann immer Umgehungsstraßen gebaut werden sollen, heißt es, das will der Bürger und deshalb müssen wir das machen. Wann immer Atomenergie weiter betrieben werden soll, heißt es, das will der Bürger und wir müssen das machen. Und hier, ausgerechnet bei Stuttgart 21, sagt der Bürger und mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung sagen, wir wollen es nicht und trotzdem wollen sie es machen. Und deshalb reißen wir ihnen die Maske der Lüge und des Betrugs vom Gesicht und sagen, handelt nach Bürgerwillen, wer lasst die Hände von Stuttgart 21 oben bleiben. 2010 wird sicher wirtschaftlich gesehen nicht ein einfaches Jahr. Wenn wir hier welche Juchtekäfer findet, dann ist das sowieso alles besser. Was ist ein Juchtekäfer? Das ist von der EU geschützter Käfer, sieht ähnlich aus wie ein Hirschkäfer und der, so, ist, der ist auf der ganzen Welt geschützt, sogar von der EU. Und wo kriegen wir die jetzt? Ja, das eine sieht schön aus, hat die gepanzert, hat eine Taille, hat einen Kopf, hat so zwei Bänke. Also jedenfalls nicht so was wie diese Miniermodel von der Kastanie, wo man das Labzahn erreichen muss, sondern was Positives. Also den müssen wir schützen. Gut? Ja, aber wenn wir Das ist was anderes, das ist Schädling erst recht. Nein, das hat einer festgestellt, aber das ist schon 2002 festgestellt worden. Das sind ja 8 Jahre, aber vielleicht gucken ja wirklich noch welche. Vielleicht kommen sie zur Hilfe, wenn sie es hören. Nee, sie will wissen, ob es euch gut geht da oben. Wollt ihr ein Eis haben? Können wir euch irgendwie ein Eis hochbringen? Ja? Welche Sorte?
Schokolade Stracciatella. Wie viele Kugeln? Okay. Können Sie in zwei Sätzen sagen, warum Sie gegen Stuttgart 21 sind? Weil Stuttgart 21 ein sinnloses Milliardengrab ist, ökologisch schädlich und man die Milliarden besser für Soziales, Ökologie und Bildung gebrauchen könnte. Ist doch klar. Hier. Das ist unsere Stadt und alle, die nicht da sind. Wir wollen investieren, vor allem wir wollen investieren in die Bildung für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen und damit unsere Zukunftsfähigkeit, auch wenn wir damit erstmals wieder nach 13 Jahren Schulden aufnehmen. Wir haben das Parkgut abgerissen, dann kommt das ganze Emo-Treffen, was sollen wir dann hin? Mit dem Geld, was es kostet, könnte man so viel andere, nützlichere Dinge machen. Das Ding muss nicht weg und wir müssen auch die Milliarden nicht. Die braucht man nämlich für die Gotthardbahn oder für, was weiß ich, andere Schnellstrecken. Klar würde ich da nicht CDU wählen. Ich liebäugle zurzeit, ich habe mich da schon angemeldet, ich kriege schon die Rundbriefe. Ich gehe zu den Grünen. Ich glaube, dass das schon immer eine Tendenz der Führungsschicht ist, das Volk klein zu halten, das Volk für dumm zu halten, dem Volk etwas vorzumachen. Mehr oder weniger. Es gab gute Regenten. Zurzeit ist das Volk sehr unzufrieden, vor allem das Stuttgarter Volk. Sehr unzufrieden. Mit dem Bürgermeister, mit dem Ministerpräsidenten. Ich würde, wäre ich Politiker, würde diese Sorge ernst nehmen. Und diese Prioritäten, sie sind für uns einfach eine Unverschämtheit, dass es darum geht, dass man bei uns Gelder verbraucht, nur damit die in Ostdeutschland keine Gelder mehr zum Verbrauchen kriegen oder so, abgesehen davon, dass es die Gelder gar nicht gibt, dass das ja alles Schulden sind. Mein Verständnis ist eigentlich, dass man auch in der Pflicht steht, seine Sorge zu sagen, wenn man Sorgen hat. Milliarden völlig unnötig verpulvert, nur um etwas durchzuziehen, was ich jetzt nachgewiesenermaßen als planerischen Unsinn erweist. Und man möchte ja die Jungen gegen die Alten jetzt ausspielen, die Jungen, die Fortschrittlichen, die Zukunft der Jungen. Ich bin auch an der Zukunft der Jungen interessiert. Ich habe Kinder und Enkel. Ich muss mich dagegen wehren, dass andere meinen schönen Bahnhof unter die Erde legen. Ne? Man kann viel schlechtere Sachen mit seiner Zeit machen als Bilder malen. Kochen und Kunst, die findet beides im stillen Kämmerlein statt. Das ist der Idealfall. Wenn es nicht gegessen wird, ist schade drum. Ich möchte es verhindern und ich glaube, ich bin guten Muts, dass es verhindert werden kann. Und deshalb bin ich morgen bei der Demo mit meinem Demo-Mobil. Ruf der Schwäbische Eisenbahn! Genau. Wir sind laut! Einmal uns den Bahnhof auf! Ich habe mir geschworen, wenn ich 120 Meter vor der jetzigen Bahnsteigende künftig aussteigen müsste, spätestens ab diesem Zeitpunkt fahre ich nicht mehr nach Stuttgart. Ich steige in Cannstatt aus. Ich streike das, bestreike die Bahn bis so konsequent, dass ich meine Bahncard First, Bahnkomfort zurückgebe und nicht mehr mit der Bahn fahre. Ich fahre dann mit meinem E-Bike von Mössingen nach Stuttgart oder mit Fahrgemeinschaften oder mit meinem Auto. Wie weit kann Ihre Radikalität gehen? Die Radikalität kann so weit gehen, dass ich mich an den Baum kette, wenn er gefällt werden soll. Also bis zum passiven Widerstand, dass ich mich den Baumaschinen entgegenstelle, dass ich Politiker der Lüge und der Unaufrichtigkeit
und es zeige, dass ich ihnen Unfähigkeit vorwerfe. Was ist da passiert? Sie waren Danke. Doch lebenlang, wenn ich es richtig verstanden habe, Staatsbeamte. Ich war Staatsbeamter, bin ich immer noch. Da sind Sie immer noch. Was, hat es ausgelöst? Da ist Stuttgart 21 passiert, mit den vielen Lügen, Beschönigungen, durchsichtigen Strategien. Konnten Sie von diesem moralischen Kodex etwas in Ihrem Berufsleben realisieren? Ich persönlich bin fest davon überzeugt, ich habe es jedenfalls versucht. Ich hoffe, auf meinem Grabstein wird eines Tages stehen, er hat sich bemüht. Nicht mehr. Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Oben! Ich bin einer von vielen. Warum Sie hier sind und gegen Stuttgart 21? In einem Satz? Ja, weil ich das Projekt für das, was es mir als Bürger bringt, überteuert ist und mir 15 Jahre Bautätigkeit als Horror vorkommt. Können Sie uns vielleicht sagen, warum Sie hier sind, warum Sie gegen Stuttgart 21 sind? In einem Satz? Weil wir denken können und kein Vertrauen zu unseren Politikern haben. Wer das Herz Europas will, legt nicht seine Lunge still. Wollen Sie uns in einem Satz sagen, warum Sie hier sind? Weil ich das eine Sauerei finde, unnötig Geld rauszuschmeißen, und es für soziale Sachen müsste viel mehr müsste überhaupt was getan werden, ja? Dankeschön. Bitte. Könnten Sie uns, möchten Sie uns in einem Satz sagen, warum Sie hier sind? Ja, ich schließe mich da an. Es ist auch darum, dass so viel Geld ausgegeben wird für den Bahnhof. Wir haben schon einen Bahnhof und es soll der Park zerstört werden und die Bäume gefällt werden. Das sehe ich auch nicht ein. Steht auf! Dankeschön. Zur Montagsdemo. Zeigt euch! Schließt euch der Parkschützerbewegung an! Geht dort drüben zum Parkschützerstand! In einem Satz was sagen, warum Sie hier sind? Oder in zwei Sätzen? Stuttgart 21 verhindern will. Wir haben das oben auf der zweiten Piste beim Flughafen auch probiert und gewonnen. Okay, danke. Würden Sie in einem Satz sagen, warum Sie gegen Stuttgart 21 sind? Einmal, weil damit der Charakter dieser Stadt zerstört wird, und zum anderen, weil ich nicht mitdulden will, wie hier die Demokratie mit Füßen getreten wird. Ja, weil wir es ein saublödes Projekt finden und weil es nur Mist bringt von der schlechten Luft, von der schlechten Verkehrsanbindung, von den Kosten. Es ist nur Mist von oben bis unten. Sind Sie auch wegen Stuttgart 21 hier oder nur zufällig? Bitte? Absichtlich. Absichtlich. Möchten Sie zwei Sätze sagen, warum? Nein. Nicht? Okay. Ich habe nicht. Bitte? Mindestens ich
voller Wut, Ohnmacht, traurig, zum Heulen elend. Und dass diese geschichtslosen Gesellen, diese Vandalen... Ein Stück, nicht nur den Bahnhof, ein Stück unserer Stadt zerstören wollen, begonnen haben zu zerstören. Wie ich erst Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, von unserer Stadt, der oberste Bürger von uns allen. Hier verschanzt er sich im Rathausbunker und wagt nicht mehr herauszukommen. Und dann wird einem zum doppelten Preis eine Dampflok geliefert. Darf man sagen, das will ich nicht. Können Sie kurz sagen, in zwei Sätzen, warum Sie gegen Stuttgart 21 sind? Weil es sinnlos und teuer ist, da langen zwei Worte eigentlich. Oder? Die Leute so verdummt zu kaufen, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie auf die Straße gehen. Was wollen die denn tun? Wie heute Mittag mit Bundesgrenzschutz. Je mehr Hundertschaften eingesetzt werden, umso besser. Mit Bundesgrenzschutz einzelne Lastwagen absichern. Wie viele Jahre soll das mitten in der Stadt laufen? Es gibt unter den Verträgen, die als Ausrede dienen, nur Unterschriften von Gewählten und von Leibeigenen der Gewählten. Soll heißen, die Bahn gehört zu 100% dem Bund, also uns. Und alle anderen Unterschriften sind von Stadt, Land und Region, das sind unsere Vertreterinnen und Vertreter. Wenn die sich zusammensetzen und morgen sagen, wir haben es uns anders überlegt, schreiben sie drei Zeilen, wir beenden das Projekt, Unterschrift, fertig ist Stuttgart 21. Sind Sie der Meinung, dass die Masse die Wahrheit hören möchte und ertragen kann? Ja, da bin ich fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Das widerspricht natürlich vielen Erfahrungen, aber ich aus meinem eigenen Leben habe immer wieder erlebt, wenn man mir selbst die Wahrheit gesagt hat, auch die bittere, auch die unangenehme Wahrheit gesagt hat, ist das viel besser gewesen, als wenn mir was vorerzählt wird. Und ich habe das umgekehrt auch im Verhältnis mit anderen Menschen. Die Menschen sind im Durchschnitt als Masse lange nicht so dumm, lange nicht so uninteressiert, wie man im Allgemeinen denkt. Menschen, die gewählt werden wollen in einer Demokratie, neigen natürlich dazu, den Menschen etwas zu versprechen, in Aussicht zu stellen, bis zur nächsten Wahl, was sie gar nicht erreichen können. Und daraus entsteht der Eindruck, dass sie lügen. Es ist ja nicht so, dass die Politiker alle Lügner sind. Das ist ja nicht so. Aber der Mechanismus unserer Demokratien, unserer Meinungsbildung, erfordert, zwingt fast zu einer gewissen Heuchelei. Mein Problem an der Sache ist nur, dass das Thema des Gespräches, der sachlichen Auseinandersetzung, im Grunde genommen von allen Beteiligten vor sich hergetragen wird, aber dahinter versteckt sich Wahlkampf. Und ich hoffe sehr, dass diese Wirtschaftskrise nicht dazu führt, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre Arbeitsplätze verlieren. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, ist da nicht gleich gescheitert. Man schwindelt ruhig. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, ist da
gescheiter. Man schwindelt ruhig weiter. Bisher konnte das abgewandt werden durch vielfältige Maßnahmen, durch verantwortungsvolles Miteinander. Dessen Stadt! Unser Stadt! Dessen Widerstand! Unser Widerstand! Dessen Bäume! Unsere Bäume! Dessen Monatsbau! Unser Monatsbau! Dessen Geld! Unser Geld! Dessen Verfassung! Unsere Verfassung! Dessen Polizei! Unsere Polizei! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns den Bahnhof klaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns den Bahnhof klaut! Die Welt da draußen zeichnet sich natürlich aus durch Widersprüche. Ne? Leute wie Brot und Spiele wollen rein ins Vergnügen. Und du hast heute in diesen traditionellen Zusammenhängen der Politik kein großes Vertrauen mehr. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Bahnhof klaut. Wir lassen uns unser Weinlauf nicht vermischen. Das Stuttgarter Weinlauf mit der schönsten in Deutschland. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu übermitteln, die diesen Lärm mit großer Geduld aushalten und tolerant dieses alles ertragen. Das ist nicht selbstverständlich. Elend, das auf der Welt ist, das sehen ja alle Leute, sehe ja nicht nur ich, sehen ja alle, fast jeder sieht es. Und ich sehe jeden Tag einen Mülleimer, was ich vor 2 Jahren nicht gesehen habe, jeden Tag. Leute, und zwar unterschiedliche Leute, nicht dieselben, Leute, die diesen Mülleimer durchsuchen und die Sachen rausholen aus diesem Mülleimer. Und die Frage des Eingreifens hängt damit zusammen, ob man der Meinung ist, dass man etwas verändern kann, oder der Meinung ist, dass man nichts machen kann. Die gängige Meinung ist natürlich immer, da kannst du eh nichts machen. Die da oben machen das schon und du hast da keine Macht, du bist der kleine Mann oder die kleine Frau und so weiter. Und mein Motiv ist gerade andersrum. Ich bin sicher oder ich weiß, 2010, dass man was machen kann. Und es ist eine gemeinsame große Aufgabe, dass all Sie sich als Stuttgarterinnen und Stuttgarter fühlen, nicht zuletzt. Ich bin dankbar, dass wir in Stuttgart eine sichere Stadt haben, in der man ausgehen kann abends, ohne Sorgen zu haben, in der sich die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen können und auch wohlfühlen, ob sie nun einen deutschen Pass haben oder keinen deutschen Pass haben. Denn Stuttgart ist längst zu einer internationalen Stadt geworden. 38% It is true that the news of the mass resistance of the people in Stuttgart
is beginning to penetrate in different parts of the world. Und es stimmt, dass so langsam von Woche zu Woche die Neuigkeiten über Stuttgart so langsam anfangen, durch die Welt zu wandern. Es gab erste Artikel im Le Monde in Frankreich, auch in Großbritannien und jetzt auch schon den ersten Artikel in der New York Times. Wir fordern die Polizei auf, uns hier den Weg frei zu machen. Solange machen wir eine gute Kundgebung. Aber vorher müsst ihr nochmal richtig laut sein. Der Slogan geht: Wir sind viele, wir sind stark. Hände weg von unserem Volk. Viele, wir sind stark. Hände weg von uns. Unsere Message ist: Geld für Bildung statt für einen Prestigebahnhof. Geld dafür, dass die Schulen saniert werden, wir Ausbildungsplätze haben und für die Kultur genug da ist, statt in einen Bahnhof gesteckt zu werden, der nur Baufirmen und anderen dient. Wir lehnen Fahrpreiserhöhungen ab und den ganzen Mist. Wir bleiben ruhig, wir bleiben cool, wir bleiben zusammen. 10.000 Leute, Türken, Deutsche, fremde Bekannte, Feinde, Freunde, Menschen, die erwarten, von der Freiheit zu träumen. Nur mit Worten bewaffnet, die 89 vor dem Tunnel, das wollen nicht entmachten. Transparente sehen wie Fahnen im Wind und singen von Sirenen, lass die Demo beginnen. Schwarze Schatten vor dunkelbunte Werbetafeln, Sternmarsch nähert sich zu den letzten Kladen. Kameras von R, ein Herr von Beamten, da die Lage hier beherrscht, ist nur sehr schwer zu sagen, das ist mehr als Randale. Das ist unsere Meinung, unser Wille, wir erwarten. Wir stehen hier auf dem Boden des Grundgesetzes und nicht die. Wir können durch. Sie verhindern es nur. Wir können dadurch. Wir werden nur. Und Sie schreien nicht so. Ich bin nicht schwer. Sie können ja weggehen, wenn Sie nicht zu laut sind. Ich finde es lächerlich. Ja, hier ist der Boden des Grundgesetzes. Ich will hier im Park spazieren. Es ist heute noch mal ein warmer Tag. Ich möchte hier im Park spazieren. Ist da genug Platz? Es gibt kein Verbot. Nein, ich kann mir selber aussuchen, wo ich laufe. Ich äußere eine Bitte, mich in diesem Park, der bis zum heutigen Tag ein öffentlicher Besitz ist, frei zu bewegen. Sie dürfen sich frei bewegen. Gut, danke. Wo wollen Sie hin? Da dürfen Sie nicht durch. Warum denn? Aber da vorne ist der Lüge. Nein, ich will da nicht durch. Mehr Begründung kriegen Sie von uns nicht. Ich laufe doch jetzt nicht kilometerweit, wenn ich hier durch kann. Das ist mein Park. Wenn bei Ihnen der Energie 5 Meter, sind nur 5 Meter, ein paar Kilometer sind, dann sind Sie ja komisch Bahnen. Praktisch nur, wenn jeder von Ihnen der Einsatzleiter sprechen will, er kann sich nicht vertausendfachen. Das hat mich zu warten. Wollt ihr, dass ich 5 Meter da laufe? Nein! Ihr wollt, dass ich ganz schnell rüberkomme? Ja! Scheiße, dass ich nicht fliegen kann. Ja. Wisst ihr, warum ich nicht rüberkommen darf? Nein! Scheiße! Behandelt doch nicht wie ein unmündiges Kind. Gegen das Milliardenschlag im Land, schließt ein festes Zahn.
ist hier die Situation? Die Polizei eskaliert hier unnötig. Das ist ein Riesenskandal, wie hier gegen einfache Leute, gegen Schülerinnen und Schüler vorgegangen wird. Die Polizei eskaliert hier die Situation. Wir sind friedlich, Pastor! Immer wenn es regnet, muss ich ja nicht denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich ja nicht denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Polizistin! Sie gab mir einen Kuss, denn dann kam der Bus. Sie sagte, Jonathan, ich muss. Draufgesprüht und dann sind die Bänke rumgeflogen und dann hat man die halt, ja, die sind halt rumgeflogen, da habe ich die mal zusammengeklappt und dann haben sie halt aufgefordert und ich stand 50 Meter weg oder so und dann schießt mir mit mindestens 20 Bar oder so voll in den Rücken und dann fliege ich halt weg. Ich knie so halb und dann fliege ich halt weg, rutsch 2 Meter und dann, oder ich weiß nicht, kann mich nicht so dran erinnern. Und dann hatte ich halt Schmerzen und bin zum Sani hin und dann, also ich habe jetzt den Wasserwerfer richtig im Einsatz auch nicht das erste Mal gesehen, aber ja, ganz schön krass mit was für einer Gewalt die da. Also wenn man einem so, wenn man das so sieht, ich weiß nicht, da kann man eigentlich der Politik nicht mehr vertrauen, so wie sie jetzt, also die Politiker, die jetzt hier sind. Also ich finde ja, dass man eindeutig, wenn so viele Leute dagegen sind und man das durchziehen mag, dass man dann wartet, bis Wahlen sind oder nochmal Wahlen macht oder keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so aus, aber dass man halt nochmal wartet, bis die Wahlen sind und es dann richtig, weil jetzt man kriegt halt immer mehr auf. Ihr habt doch Hirn im Kopf! Ihr habt doch Hirn im Kopf! Ihr werdet verkauft! Ihr werdet verkauft! Für nix! Ihr werdet für nix verkauft! Leute, denkt nach! Verkauft eure Heimat nicht! Denkt! Ihr habt Hirn! Denkt nach!
denk nach! Denk, denk, denk! Hirn im Kopf! Ihr habt doch Hirn im Kopf! Ihr werdet verkauft! Ihr werdet verkauft! Politik, schämen euch! Euer Mitbürger in sie knüppeln! Da gucken in Richtung Politik, der Handlanger davon seine. Schämen euch! Als Warte würde, dann, würde man Kinder nehmen und dann wegtragen. Aber ich wäre. Die anderen Kinder sind genauso. Die anderen Kinder haben genauso Eltern und die ja, machen sich auch Sorgen. Ich würde gerne zu einem von Ihnen lassen, wo man merkt, es ist eine falsche Stimmung und da gibt es zwei Werte. Das wusste man ja nicht. Die Demo war ja seit einer Woche angekündigt. Es war ja länger, weil diese ganzen Bullen mit ihren Anzügen da hier rein kommen und meinen, sie müssen jetzt da zuschlagen und mega Geschütze auffahren aus allen Bundesländern. Das ist doch schwach. Und das ist ja nicht da, so, dass es von vornherein eine schlimme Atmosphäre war. Das war eine ganz friedliche Demonstration von Kindern und Jugendlichen. Wenn Sie wissen, dass da nur Schüler sind, eine Schülerdemo ist und dann das in dem Zeitpunkt machen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also es war schon ein anderes Erlebnis. Also ich war schon ein bisschen geschockt. Wir haben es doch gesehen, wie die Leute direkt ins Gesicht geschossen haben mit ihren Wasserwerfern und mit Pfefferspray. Ich habe auch gesehen, wie heulende Kinder weggeführt wurden von ihren Eltern, weil die geheult haben, weil sie so Schiss hatten vor der Polizei. Ich finde, Polizei ist doch da, um das Land zu schützen, um nicht, um den Kindern Angst zu machen. Was haben die denn für eine Erfahrung, wenn die dann älter werden? Also, so bringt man uns Demokratie bei. Kein Kontakt mit Feinden, Achtung! Auf die Bühne bitten. Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, er wird begleitet von der Bierprinzessin Corinna der Ersten. Und jetzt seine guten Abend und herzlich willkommen hier im Zelt und alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen. Mit 4 Millionen Besuchern ist unser Volksfest eine mächtige Volksbewegung. Ja, wir sind das Volk und es ist hier beim größten und schönsten Fest der Schwaben. Wir im Ländle, wir sind einfach spitze. Und damit wir oben bleiben, brauchen wir einen tüchtigen Ministerpräsidenten. Herzlich willkommen, unser Ministerpräsident Stefan Mappus. Und ich begrüße alle Minister, Abgeordneten, Stadträte. Schön, dass ihr so einträchtig zusammensitzt. Ist ja klar, die Stadt zahlt nämlich heute. Unser Volksfest verbindet alle Völker. A warm welcome to all our foreign guests and a special pleasure to welcome our American friends, General Gardner. Thank you for coming. Stuttgart ist der
in den Medien im Sommerloch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden mit der Botschaft: Wir verstehen nur Bahnhof. Und mit dieser Marketingstrategie haben wir immerhin neue Touristen gewonnen, vor allem Altschwaben. Im schönen Schlossgarten haben die ihre Zelte aufschlagen und Baumhäuser gebaut, damit sie die Übernachtungskosten sparen. Ja, ja, die Welt verändert sich. Die Welt verändert sich. Und ich finde, die hätten nicht sozusagen das Volk aufeinander loslassen sollen, sondern die Leute, die was richtig wissen, also die Geologen und die sich damit befasst haben und gut auskennen. Weil was bringt einem da, wenn da so ein Schuster sitzt und irgendwas labert? Das nützt einem ja nichts. Weil sie Macht haben wollen, denke ich. Sie wollen Macht und wollen in anderen Ländern gut dastehen. Mich regt es halt auf, weil hier stehen ein paar tausend Leute und man hört nicht auf einen oder man... Ja. Man wird wie Luft behandelt, wird weggeprügelt und dann wird man da, machen die das, ziehen die das einfach durch. Und wenn so viele Leute dagegen sind, dann muss man doch mit denen reden und versuchen, die zu überzeugen, oder? Ich finde aber auch, also, dass sie, das ist ja über die Hälfte vom Volk, ist ja gegen Stuttgart 21. Und dass sie dann trotzdem das durchführen und nicht einen Volksentscheid nochmal machen oder so. Ich finde eindeutig, dass sie informieren hätten sollen, also richtig, ein gescheit informieren. Und ein richtiger Politiker, der... Ein jetzt regierender Politiker, der hier war und es mitgekriegt hat, der sollte zurücktreten, meiner Meinung nach. Vorschlägt. Aber er macht keinen Vorschlag, es ist keine bindende Schlichtung im klassischen Sinne. Was wir aber herausgearbeitet haben, ist ein einfaches Weiter-so seitens Land und Bahn kann und darf es nicht geben. Und mit dieser Botschaft gehen wir auch morgen da rein. Thank you.
28.04. also morgen, die Montagsdemo. Am 2.04. und Samstag machen wir nicht blau. Wir treffen uns um 16 Uhr zur Mitmachaktion am Charlottenplatz auf der Landtagsseite. Denn Stuttgart erlebt sein blaues Wunder. Lassen Sie sich überraschen. Thank you.